Hallo zusammen! In diesem Video möchte ich weitere Faktoren zum letzten Video erläutern, die eine wichtige Rolle bei der Steigerung der WLAN-Datenrate spielen. Dies möchte ich nicht nur theoretisch auflisten, sondern anhand von ein paar Access Points durchführen, die verschiedene Preiskategorien haben, und wir wollen verstehen, warum das so ist und was bekomme ich für das ein oder andere Produkt. Also geht es hier um Leistungsmerkmale von Access Point, und wir sind technische Fachkräfte, da reicht es nicht aus, die Produktüberschrift zu lesen, sondern wir müssen technische Details, am besten Datenblätter, anschauen. Sonst drohen uns massive Einbußen bezüglich der Datenrate. Also, in diesem Video kommt alles zusammen und das schauen wir uns mal gern hier an. Also, meine Produktsuche, WLAN-USB-Adapter AC, weil wir im letzten Video gelernt haben, der AC-Standard 5 GHz ist schneller und schon haben wir ein paar Ergebnisse, die ich nach Preis sortiert habe. Aber offensichtlich bekommen Sie nicht das, was Sie haben wollten, beispielsweise diesen Produkt oder diesen Produkt. Das erkenne ich sofort anhand der Geschwindigkeit, die hier typisch für das 2,4 GHz entsprechend zu finden ist. 150 Mbit pro Sekunde, schauen wir mal rein in dieses Produkt. Kostet knapp 3 Euro, okay, ist halt nicht die Welt, aber das ist im 2,4 GHz, wie Sie hier schon sehen, und hat eine maximale Übertragungsrate von 150 Mbit pro Sekunde. Schauen wir uns mal die weiteren Angaben hier des Produktes. Interessanterweise, welche Protokolle das verwendet oder das unterstützt, der B-, G- und N-Standard und die Angabe Groß-M, Klein-M, Mbps für Mbit per Second, das zieht alles auf dasselbe hinaus. Das bedeutet, verschiedene Hersteller oder verschiedene Verkäufer mit verschiedenen Angaben, die man auch einordnen sollte. Das haben wir bereits in früheren Videos besprochen, was B-, G- und N-Standards sind. Das können Sie gerne mal nachschauen. Also maximal 150 Mbit pro Sekunde bei diesem Produkt. Schauen wir uns mal ein anderes Produkt, kostet knapp 9 Euro. Da schauen wir uns mal an, warum das ein bisschen teurer ist. Da sehen wir, wir sind immer noch im 2,4 GHz Band, allerdings erreichen wir hier die doppelte Geschwindigkeit. Nun, woran liegt das? Das kommt daher, dass intern zwei Antennen verwendet werden und je nachdem, also zwei Antennen bedeutet zweifache Bruttogeschwindigkeit und daher schauen wir uns mal, was dann entsprechend an Geschwindigkeiten typische Werte gibt. Mit einer Antenne bekommen Sie 150 Mbit pro Sekunde beim Endstandard. Bei einer Antenne, die anderen Modulationsverfahren verwendet, an besseren, da bekommen Sie sogar 200 Mbit pro Sekunde. Beim 5 GHz, da haben wir typische Werte von 433 Mbit pro Sekunde. Das könnte man sich merken, weil alle anderen Werte sind das Vielfache von der 433 Mbit pro Sekunde. Das werden wir gleich sehen bei den weiteren Produkten, die wir uns mal anschauen. Also wir gucken uns mal weitere Produkte an und siehe da, beispielsweise so ein Produkt mit 433 Mbit pro Sekunde, 5 GHz, okay, das sieht schon mal gut aus und da ist es halt AC600, das suggeriert wahrscheinlich, dass es ein entsprechend Produkt, der 5 GHz fähig ist, und das schauen wir uns mal hier genauer an. Hier haben wir unser Ziel erreicht. Das schnellere 5 GHz Band ist hier aufgelistet und das ist ein WLAN-Adapter, der AC-fähig ist, wie das hier so steht, und kostet knapp 12 Euro inklusive Versand, da kann man nicht meckern. Und die 600 Mbit könnte man entsprechend so interpretieren, dass man sagt, okay, die bekomme ich für einen Client. Allerdings, wenn wir das mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass hier gar keine Bilder über den Kopf, also quasi die den Kopf zeigt, bei dieser USB-Schnittstelle, die in blauer Farbe zu sehen ist. Das bedeutet, blaue Farbe, wahrscheinlich kennen Sie das, das ist der USB 3.0 Standard, der höhere Geschwindigkeiten entsprechend liefert. Und was wir hier sehen, ist höchstwahrscheinlich ein USB 2.0, wo die Übertragungsgeschwindigkeit die maximale 480 Mbit pro Sekunde beträgt. Das heißt, diese 600 bekomme ich eigentlich mit diesem Produkt gar nicht hin, mit dieser Schnittstelle. Und dementsprechend wäre das die Kombination entsprechend, wenn wir jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken, 433 plus die 200, da käme ich auf
über 600, beziehungsweise wenn der überhaupt die 200 erreicht, weil diese 200, die muss bei perfekten Bedingungen, da müssen perfekte Bedingungen herrschen. Normalerweise sind es 150 Mbit pro Sekunde. Zusammenfassend können wir dann entsprechend diese Werte dann merken, 433 und 150 Mbit, beziehungsweise auch die 200. Die weiteren Angaben, die ich hier so sehe, irgendwie, also das hat ja auch kein Datenblatt und ja, zwar kann ich das 5 GHz-Band verwenden, allerdings, wie gesagt, da habe ich nur begrenzte Möglichkeiten. Schauen wir uns mal das nächste Produkt an. Und wir haben diese Schnittstelle angesprochen, das bedeutet die USB 3.0. Da haben wir keinen Flaschenhals mehr bei 480 Mbit pro Sekunde, sondern da können wir mehr übertragen. Und hier bei der Darstellung entsprechend, da so, das suggeriert, also diese Produkt 1200, das suggeriert ebenfalls schon wieder über 1 Gigabit fähige WLAN. Also da muss man schon sagen, wow, nicht schlecht. Aber das sind ja nur entsprechend Theoriewerte oder beziehungsweise eigentlich irreführende Werte, weil die bekomme ich mal wieder nicht für einen Client, sondern das ist offensichtlich eine Summe. Und da sind wir sozusagen schneller als TGV oder was weiß ich, was das für ein Zug ist. Das ist ein Dual-Band-fähig, also arbeitet auf beide Frequenzen. Bekomme ich wirklich meine 1200? USB 3.0 haben wir angesprochen. Hier werben die mit USB 3.0, also maximale Übertragungsgeschwindigkeit von über 5000 Mbit pro Sekunde. Das hat eigentlich mit dem WLAN-Adapter an sich nichts zu tun, weil der kann ja maximal offensichtlich 1200 angeblich übertragen. Und aber ich kann es auch verstehen, wenn Verkäufer ihre Produkte dann pushen wollen und auch damit werben. Hier können Sie auch das als Access Point betreiben. Das heißt, wir haben ja, Voraussetzung ist hier, dass wir zwei Antennen haben und diese zwei Antennen als Input und Output. Ja, wobei das entsprechend eigentlich nur einmal, das heißt nach dem Warteschlangeprinzip und nicht beide auf einmal übertragen können. Aber wie gesagt, das muss man richtig einordnen, was der Verkäufer eigentlich angibt. Und wir als Techniker müssten dann entsprechend das je nach physikalische Gegebenheit, das heißt, wie viele Antennen sind vorhanden, das entsprechend dann einschätzen. Das heißt, das ist zu übertrieben, was man hier sieht. Hier sieht man die Installationsanleitung und hier die Kompatibilität zu entsprechenden Produkten. Das heißt, Plattformen, das ist auch nicht ganz zu vernachlässigen, weil manche Produkte haben alte Treiber bzw. falsche Treiber und da muss man an dieser Stelle die Rezensionen einfach mal anschauen und gucken, welche Käufer vorher welche Erfahrungen damit gemacht haben. Soweit zu diesem Access Point. Dann schauen wir uns mal, also dieser Access Point übrigens, der arbeitet jetzt nur in einem gewissen Bereich. Ja, wenn wir jetzt mal zurück zu unseren Kenntnissen aus dem letzten Video anschauen, der arbeitet jetzt nur bis zu einem Kanal 48 und nicht darüber. Warum das so ist, das schauen wir uns mal hier an dieser Skizze an. Ähnlich wie die Connect-Box, die ich dann halt in früheren Videos gezeigt habe, dort ist es auch so gewesen, dass sie bis zu Kanal 48 gefunkt hat und alles, was über Kanal 52, also jeder Access Point oder WLAN-Adapter, der andere Kanäle oberhalb von 52 verwendet, da muss eine gewisse Funktion vorhanden sein, die auch entsprechend andere Technologien nicht stören. Und das ist in dem Fall Radaranlagen, zum Beispiel Wetterradar. Die sollen nicht gestört werden, weil diese Prioritäten haben. Was sind eigentlich allgemein Wetterradare? Wir wollen möglichst genaue Wettervorhersage haben und wie kommt sowas zustande? Hier werden irgendwelche Regentropfen, Teilchen und alles Mögliche berücksichtigt, von der Intensität bis zur Geschwindigkeit, wie der Wind ist und und. Diese Messungen basieren auf elektromagnetischen Wellen und wie hier beim WLAN haben wir es auch um elektromagnetische Wellen zu tun. Das heißt, diese Regentropfen und so weiter, das wird so ge gemessen, da
sendet der Radar sozusagen ein Echo und ein Echo-Reply, das heißt, dieser Echo trifft ein Regentropfen und das Echo wird an einem sehr, sehr empfindlichen Empfänger geleitet und anschließend werden Entfernungen, Laufzeiten und so weiter gemessen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, hier wird sozusagen diese Kommunikation, diese Empfindlichkeit sehr, sehr gestört von uns im 5 GHz und das muss man entsprechend dann unterbinden. Und das kommt öfters, als man denkt, weil diese Radare, das habe ich hier beispielsweise vom Deutschen Wetterdienst, das sind Radarstationen und wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man, wie weit die voneinander entfernt sind. Das heißt, die schicken ihre Signale 180 Kilometer weit oder 200, je nachdem, und 18 Kilometer hoch. Das heißt, ziemlich weit zerstreut. Und wenn Sie mit Ihrem Access Point funken wollen, ja, wenn Sie in diesem Bereich funken wollen, dann gelten Sie als Störer. Deshalb muss Ihr Gerät sozusagen sofort abschalten. Ja, also übrigens, wenn Sie ein Gerät beispielsweise verwenden, der in diesem Bereich funkt und also nicht auf Wetterradare achtet, dann handelt es sich oft höchstwahrscheinlich um ein Access Point, wo kein CE-Zeichen darauf existiert. Das bedeutet, eigentlich dürfen Sie das ja gar nicht verwenden bei uns im europäischen Markt. Ist es sozusagen, dann werden Sie auch dafür haftbar gemacht. Und wenn die Bundesnetzagentur dann vorbeikommt, dann entsprechend Ihnen das Gerät wegnimmt und Bußgeld dann entsprechend ausschreibt. Aber wenn Sie so ein CE-Zeichen drauf haben und Fehler vorhanden ist, wie auch immer, dann wird Ihnen nur das Gerät weggenommen. Das heißt, was passiert eigentlich in diesem Bereich? Der Access Point muss sozusagen diese Wetterradare erkennen und auf andere freie Frequenzen, also möglichst freie Kanäle, umschalten und zusätzlich die Sendeleistung runterregeln. Und zwar all das sofort. Diese Angabe sehen wir hier also beim Dokument von der Bundesnetzagentur, was Sie aus früheren Videos gesehen haben. Das werde ich weiterhin noch in dieser Videobeschreibung verlinken, sodass Sie das mal in Ruhe lesen können. Und siehe da beim fünften Satz, da sehen wir diesen Sachverhalt. Hier lesen wir, dass der Access Point auf 3 dB runterregeln soll. Das ist ja diese bekannte 3 dB-Grenze. Das Runterregeln sozusagen ist die TPC-Funktion, Transmit Power Control. Und 3 dB bedeutet das Signal um die Hälfte reduzieren und natürlich auf andere Frequenzen sozusagen ausweichen. Diese DFS-Funktion, das ist das, was Dynamic Frequency Selection, das bedeutet, das ist ein Schritt davor, dass man auf andere Kanäle ausweicht. Mit anderen Worten, DFS darf ich nur verwenden, wenn es über Kanal 48 keine Störer gibt, ja, oder keine Radare. Also beide Funktionen, TPC und DFS, gehören zusammen und kommen oft gemeinsam vor. Das sehen wir hier zusammengefasst. Also, wenn Sie einen Access Point haben, der DFS-fähig ist, das ist ein Leistungsmerkmal. Damit können Sie entsprechend Kanäle oberhalb von 48 verwenden. Ansonsten ohne DFS-Funktion haben Sie das, also haben Sie, da dürfen Sie ja gar nicht diese Bereiche verwenden. Und wenn Sie mal das genauer anschauen, dann hätten Sie die gleiche Bandbreite wie beim Endstandard. Das heißt, wie beim 2,4 GHz Band. Und dementsprechend wären Sie ja nicht so schnell, weil Sie nur begrenzte Bandbreite haben. Zur Erinnerung, die Bandbreite beim 5 GHz, die war so, quasi dieser gesamte Bereich, aber Ihnen steht nur noch die Hälfte hier zur Verfügung. Und das ist sozusagen, zwar ist Ihr Access Point 5 GHz fähig, aber was nutzt das, wenn die Bandbreite entsprechend kleiner ist? Übrigens, Zero Weight DFS ist ein weiteres Leistungsmerkmal von Access Point. Das würde ich gerne Ihnen mal hier zeigen, weil dieser Wechsel auf andere Kanäle, das kostet Ihnen Zeit. Das dauert halt 1 Minute, bis ich dann andere Kanäle, freie Kanäle gewählt habe oder gefunden habe. Und es gibt andere Access Points, die sogenannte Zero-Weight DFS besitzen. Also nicht nur DFS, sondern Zero-Weight. Was ist das schon wieder? Das sind ja
Eigentlich ist es eine Abhilfe für diese eine Minute. Das habe ich bei Aruba hier gefunden, entsprechend. Und hier gibt es beim Access Point eine Antenne, die den freien Kanal als Ersatz stets parat hat. Sollte eine Überschneidung sozusagen mit dem Radar kommen, dann schaltet es sofort zum Kanal, der sozusagen in der Hinterhand vorhanden ist. Eine tolle Sache und so muss der Client entsprechend nicht warten. Nochmal, ich möchte das mal ein bisschen untermauern, mit Access Points, die vom Typ AC sind und ohne DFS-Funktion, haben maximal die gleiche Bandbreite wie Endstandard. Und dementsprechend dürfen wir nicht darauf einfallen, nur weil wir entsprechend 5 GHz sehen. Also habe ich entsprechend nichts dazu gewonnen, wenn da keine DFS-Funktion ist. Und deshalb muss ein 5 GHz-Produkt oder AC-Produkt nicht automatisch schneller sein. Das ist sozusagen diese Aussage, die ich in den früheren Videos verwendet habe. Ich muss einen zweiten Blick drüber werfen und nicht nur oberflächlich die Produktüberschrift lesen. Was so eine DFS-Funktion ausmacht, das habe ich hier aufgenommen in einem Screenshot. Hier sehen Sie, die Fritzbox beherrscht das. Dadurch ist die, also quasi, ist die Fritzbox hier in dieser Stelle allein ohne Konkurrenz in ihrer Umgebung. Nicht umsonst kostete die damals die Fritzbox, also die Miete zumindest, 3 € im Monat im Gegensatz zu herkömmlichen Anbieterheimboxen, weil die auch dort entsprechend vor ein paar Jahren keine Extragebühren hierfür angefallen sind. Diese Boxen haben bei der Herstellung damals so um die 70 € gekostet und eine Fritzbox je nach Modell über 200. Und mittlerweile zahlen auch die Kunden für die Heimboxen von verschiedenen Provider sogar 6 bis 7 €, weil diese Geräte viel, viel besser geworden sind und ähnliche Features wie die Fritzbox anbieten, unter anderem DFS-Funktionen und andere für den Consumer-Bereich, die das Leben ein bisschen erleichtert, netzwerktechnisch. In diesem Bild sehen Sie, dass die Fritzbox hier alleine ist und wie gesagt, andere, offensichtlich handelt sich um andere Access Points, die diese DFS-Funktion nicht beherrschen und dementsprechend sich diese Bandbreite teilen. Das ist schade drum, wenn ich jetzt ohnehin schon die gesamte Bandbreite hätte im 5 GHz, aber wie gesagt, ohne DFS-Funktion dürfen die gar nicht hier funken. Zurück zu der Auswahl bei den Access Points und hier, das war unser zuletzt verwendetes Produkt und wir schauen uns mal das nächste Produkt. Kostet ein bisschen mehr und heißt auch AC 1900. Mittlerweile wissen Sie hoffentlich schon, woher dieser 1900 kommt. Dieses Produkt ist aber ein bisschen teurer, ist halt das 20-fache vom ersten Access Point. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Angaben hier einzuordnen sind. Die 1900, wie gesagt, ist ein bisschen irreführend. Und wenn Sie mal die Produkte hier anschauen, ist schön und gut, aber ich möchte das Ganze anhand eines Datenblatts anschauen. Und das können Sie sich mal hier herunterladen. Das habe ich bereits gemacht und entsprechend die Stellen markiert, die ich dann haben wollte. Und zunächst einmal sehen wir hier, die Angabe ist ein bisschen ehrlicher. Der sagt, okay, 1300 im 5 GHz oder 600. Jetzt ordnen wir das Ganze mal ein bisschen die Werte entsprechend. 1300, okay, woher kommt das? Das war die Geschichte mit den 433 mal 3, da bekomme ich 1300. Okay, beim nächsten Punkt schauen wir mal, woher die 600 Mbit pro Sekunde kommen im 2,4 GHz. Okay, das ist das, naja, Dreifache von 200. Ja, das heißt, offensichtlich ist es eine bessere Modulation. Hier wird eine bessere Modulation angewendet und es handelt sich um 3 Antennen. Dann sehen wir DFS-Funktion, ganz wichtig, weil entsprechend hier also möglichst den kompletten Frequenzband verwendet wird. Und hier steht dieses Oder schon wieder. Und wenn wir sozusagen das nicht auf Anhieb sehen, dann sehen wir hier 3 mal 3. Das bedeutet, das sind ja diese 3 Antennen, die hier zum Einsatz kommen. Hier sehen wir auch die DFS-Funktion schön erklärt, dass diese Kanäle oberhalb von 48 verwendet werden dürfen. Und USB 3.0 hatten wir schon, dass wir hier keinen Flaschenhals haben. Und diese drei sozusagen
ja, von Broadcom ist einer der führenden Hersteller von solchen WLAN-Adapter oder beziehungsweise WLAN-Chips. Damit können sie bessere Geschwindigkeiten erreichen. Und wir sehen auch noch zusätzlich zwei, also quasi eine Funktion, MIMO, was wir in den nächsten Videos und auch noch solche Sachen wie TurboCoAM, was das auf sich hat. Das werden wir alles im nächsten Video entsprechend thematisieren, sodass wir jetzt nicht alles in einem Video besprechen. Soweit zu den ersten Abschnitt der Erklärung von WLAN-Produkten. Im nächsten Video, wie gesagt, erfolgt die Fortsetzung zu den weiteren Angaben, die wir hier sehen. Aber zunächst einmal, DFS-Funktion ist von einer ganz, ganz wichtigen Bedeutung, die man beachten sollte, damit man den gesamten Frequenzband verwenden kann. Ich hoffe, das hat Ihnen etwas gebracht und Sie konnten etwas mitnehmen. Bis zum nächsten Video mit der Fortsetzung der nächsten Angaben. Und tschüss.